Vater? Ja. Die Stimmen, die ich gehört habe, sie waren schwer zu verstehen. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es Mutter war. Mutter? Das ist nicht möglich. Ich habe sie gehört. Atreus, das reicht jetzt. Der Ringtempelgraben. Wie sieht das aus? Sieh dir diese Hörner an. Hinter mich, Junge. Das kann nicht gut sein. Au. Die Attacke ist schon geil mit dem Einfrieren. Okay. Nice. Die Ringtempelbrücke reaktivieren ist unsere Aufgabe. Ist die Frage. Da ist direkt was hier zum Anklicken. Meine Güte, es kommen ja noch mehr, oder was? Oh mein Gott, jetzt geht's wieder. Bam, 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 bam. Schön, das ist schön, in diesem Rage-Modus zu sein, das ist schon. Das hat schon was, das ist schon ein bisschen episch. Jetzt haben wir ja wieder diese ganze Zeit diese scheiß Ruhen. Muss ich hier hinten rangehen zum Aktivieren? Oh. Bringt uns dieser Seitengang zum Tempel? Wir werden sehen. So, das habe ich jetzt erstmal eingefroren. Okay, so kann ich weggehen. Das heißt jetzt, muss ja irgendwie die Runen deaktivieren. Weißt du, ich kann hier runtergehen. Knifflig. Echt knifflig. Siegel zerstört. Da war noch ein zweites Siegel. Muss hier oben. Kann ich da meine Axt durchwerfen? Nee, das geht nicht. Weggehen hier. Heißt, hier haben wir noch die zweite Rune, die wir deaktivieren. Ist nur die Frage, wie wir hier oben reinkommen. Jetzt hier hinten einen Weg rum. Muss ja einen Weg dort reingeben. Ist von unten? Kann sein, dass das von unten erst ist, ne? Weit kann ich das denn runterdrehen? Einmal? Zweimal? Dreimal. Vier. Fünf. Okay, das ist jetzt das letzte. Jetzt ist hier komplett fest. Ach, hier ist er ja. Da muss ich immer wieder hochdrehen, ne? Genau. Auch nicht. Ja, ich hab's begriffen. Jumbo. Kann doch, wenn das hier Ding fest ist, ich kann doch hier einfach hochklettern. Dann hau ich hier drauf, mach das kaputt. Dann lasse ich meine Axt wieder kommen und komme hier hoch und krieg da auch noch die Kiste. Easy. Hey, ein kleiner Beutel. Irgendwas. Runenkraft. Runen und Abwehr. Minus Stärke. Nicht so das, was wir wollen. Ja, mehr so die Haut drauf Typis. Hier wollen wir noch was Dickes drin looten. Und einen Apfel. Jetzt haben wir den dritten. Nice.
3 maximal Gesundheit erhöht. Okay. Ja, geil. Ah, da unten sieht man es, wie sie verlängert wird, die HP. Okay, also diese großen Kisten lohnen sich auf jeden Fall, weil man einfach mehr HP overall dadurch bekommt, was natürlich immer gut ist. Heißt, man kann öfter getroffen werden. Hier. Und hübsch. So, jetzt kommen wir natürlich nicht mehr zurück, ne? Hier wäre noch eine Kiste gewesen. Was? Die Schweine. Du hattest vorhin Unrecht. Ich kenne Mutters Stimme genau. Sie war es. Sie ist tot, Junge. Sprich nicht mehr davon. Gut. Ich könnte auch zurückgehen. Oder zurückkommen, besser gesagt. Ja, also muss ich das wahrscheinlich später. Holy, wie es geblinkt hat. Hier wollen wir hochgehen. Komm her, Kleiner. Zack. Oh no! Junge! Einfach so geil, einfach dieses Draufschnetzeln die ganze Zeit. Oh, der ist hochgesprungen vorher. Wie komme ich denn da rüber? Ist hier hoch irgendwie? Lässt. Ach, hier ist was mit F machen. Jeder, das ist F's bei mir. Ja, lauf, Junge! Als ob die den kleinen Scheißer nicht festgehalten hätten. Aja! Der ist scheiße, ey. Klar. Grummel, Grummel, Grummel. So, wie geht jetzt die Kacke hier auf? Auch nicht. Schade. Ich hab schon wieder komplett verloren, wo wir überhaupt sind, auf jeden Fall. Wir sind auf dem Weg zum der Brücke, die vorhin deaktiviert wurde. Hier geht es nicht drüber. Ja, klar. Die Sehne der Hexe funktioniert nicht mehr. Ach so. Heißt, wir müssen später dort lang, oder? Ah, hier ist eine Tür. Dann gehen wir hier lang. Hört sich schon nach Monstern an. Bist du sicher, dass es der Hexe gut geht? Hoffentlich starb sie nicht, als sie uns half. Sie hat gewusst, was sie tat. Was ist das hier für Viecher eigentlich hier drin? Ja. Kann ich nicht durchgehen. Bestimmt gibt es da später einen Schalter oder die aktiviert man und dann... Wegschneiden, müsste oben die Brücke wieder erscheinen. Genau. Ah. Mit Widerstand. Klar. Das heißt, wir aktivieren. Ah, ja, stimmt. Wir machen jetzt diese Dinger weg und damit kommt dann das Licht wieder dorthin. Und wir können. Ja, wo können wir jetzt lang gehen? Können wir hier einfach hochklettern? Ja, hier können wir hochklettern. Ein bisschen immer darauf achten, wie sich so die. Das Terrain verändert.
Man halt weiß, wo man lang muss. Tja, also ich könnte auch einfach öfter auf den Kompass gucken. Sei bereit! Kann losgehen! Was macht der? Gut, weiter so! Bereit, Vater! Ohoho. Aua. Einer der Vergessenen. Oh mein Gott, das ist ein Boss, oder was? Etwas aus Stein. Du findest seinen wunden Punkt. Okay, ich kann ihn auf jeden Fall mit roher Gewalt nicht killen. Aua. Oh, holy. Noch heller? Der Rotzbengel ist irgendwie useless, oder? Aua, lass mich doch mal jetzt hier in Ruhe. Ah, das ist der wunde Punkt. Hm. Ja, okay. Nehmen wir erstmal das hier alles auf. Er schießt jetzt wieder auf uns. Juri. Du stehst trotzdem noch nicht. Ah! Boah, meine Güte. Kann ja nicht sein, dass man hier nur mit diesen kleinen Scheißpfeilen den großen Boss besiegen muss. Hallo, schieß mal auf ihn. Naja, irgendwie. Kann das Steinmonster irgendwie nicht so richtig hitten. Machen die Pfeile aus Schaden? Ne, die machen keinen Schaden, wenn das Ding nicht oben ist. Ne, ich kann ihn nicht hitten, ey. Was ist das für eine Scheiße? Kann ich in seinem Schwachpunkt einfrieren? Nee. Ganz schöner Kackfight, muss ich gestehen. Der macht ja gar keinen Spaß. Keine Lust hier mit den kleinen Pisspfeilen die ganze Zeit irgendwie da drauf zu schießen. Nur damit er dann Schaden bekommt. Ist doch dumm. Ein schöner Fight, muss ich gestehen. Alles klar. Da habe ich auch irgendwelche Zauber, mit denen ich die. Ich kann leider nicht. Hm. Ich bin jetzt bereit. Was ist denn Scheiß? Ist doch richtig kacke. Ich bin bereit.
Ich bin bereit. Bin noch nicht so weit. Gesse ich hier irgendwas? Bin so weit. Kann er nicht sein, oder? Also jetzt mal ehrlich. Also ich mache auf jeden Fall was falsch. Es kann nicht sein, dass ich hier den mit irgendwie diesen kleinen Pistpfeil eine Stunde lang beschießen muss, dass der stirbt. Ganz schöner. Es ist doch scheiße hier. Kann er nicht eine Stunde gegen das Vieh fighten? Da ist irgendwie auch irgend so ein Energiebau unten jetzt, ne? Jetzt ist sie wieder leer. Kann losgehen. Also wenn ich den Stein nicht hätte, wäre ich schon fünfmal tot. Schön ultra dumm, ne? Guck mal, der ist verbuggt. Dank, glaube ich, hätte was machen müssen, wenn die Energie voll ist oder so, aber ich habe es nicht gerafft, weil ich so schnell Lowlife gegangen bin. So ein Scheißvieh. Muss noch viel lernen.
Verdienen ja durch Angriffe von Dunkelalben 12%. Okay. Also, da ist es. Ja, erstmal machen wir hier die ganzen Kisten auf. Loot ist viel besser. Halte links gedrückt, um die Anzahl der Drehung zu erhöhen. Finger und Kleid wirbeln zusammen. Okay. So, man kann immer nur einen haben. Schildstoß und das ist hier dieses. Wird das ja schon das Geiste war mit Abstand, ne? Ich halt. Ich lass mal das hier drin. Bam. Ja, wir haben es wieder da. Nice.